Hallo, mein Name ist Rainer Sladek von Henn. Ich bin hier mit Benedikt Schwering im Gasteig in München, Europas größtem Kulturzentrum. Hier soll saniert werden und wir geben euch heute einen kleinen Einblick in die Planung mit BIM, Building Information Modeling. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Nach mehreren Jahren in der Hochbauplanung, der Projektsteuerung, bin ich seit 2015 hier im Bereich Zukunft, leite diesen Bereich. Und mein Team und ich sind verantwortlich für die Generalsanierung einerseits und andererseits für den Bau von Interimsquartieren. Los geht's. Und los geht's. Als ihr vor 5 Jahren die Vision für einen generalsanierten Gasteig entwickelt habt, da war ja schon klar, oh, das wird was Großes. Was sind denn so die großen Themen, die großen Herausforderungen, die euch erwarten? Mehrere. Also tatsächlich auf Platz 1 ist die hohe städtische Bedeutung, die Aufmerksamkeit, die politische Aufmerksamkeit, die dieses Projekt hat. Und diese Vermittlungsarbeit, die machen wir noch bis heute. Das ist wirklich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir ein ganz besonderes Projekt haben. Der Gasteig ist in der Kultur- und Bildungslandschaft in Deutschland einzigartig. Wir haben die größte Philharmonie in Deutschland zusammen mit Berlin, Scharun. Wir haben die größte Stadtbibliothek, die größte Volkshochschule. Wir haben 3000 Quadratmeter für die Hochschule für Musik und Theater München, die Studenten. Das heißt, große Veranstaltungssäle. Das heißt, dieses Gesamtfeld macht einfach totalen Spaß, weil mit unterschiedlichen Gruppen zusammenhängt. Und als drittes mussten wir natürlich ein Projekt aufsetzen. Wir mussten ein Team zusammenstellen. Wir mussten alle erstmal irgendwie verstehen, wer eigentlich in dem Projekt was zu tun hat und Einbindung. Also wir haben die Institute eingebunden, die städtische Verwaltung, die Politik. Und da reden wir von mehr als 500 Menschen am Ende, die wir immer im Auge haben mussten. Dann natürlich der nächste Schritt, wir brauchen ein Interimsquartier. Weil die Stadt München leistet sich für die Umbauzeit hier ein Interimsquartier. Das heißt, parallel bauen wir noch eine Interimsphilharmonie mit 1800 Plätzen in München-Sendling. Und dann haben wir angefangen 2016 mit dem Nutzerbedarfsprogramm, dann der Wettbewerb. Das war natürlich auch vorzubereiten. Und am Ende, jetzt in der Planungsphase, haben wir die Einbindung von den ganzen Fachplanern, den Sonderfachleuten und das natürlich mit BIM. Also hat BIM bei euch eine soziale Funktion? Ja, ganz, ganz, ganz sicher. BIM funktioniert nur zusammen. Das heißt Integration, Einbezug, aktives Vermitteln, kooperatives Handeln, Transparenz. Und weg von Taktieren in, wie es früher in den Baubesprechungen immer war. Im Grunde geht es um aktive Mediation. Annahme der Steuerung, Klarheit in den Prozessen und in den Aussagen. Und Meckern erlaubt, freundliche Hartnäckigkeit, aber mitmachen. Mhm. Aber zurück zu BIM. Wir denken BIM auch als Kommunikationstool. Das heißt, es hat einen hohen Nutzen auf der professionellen Ebene, aber eben auch im sozialen Kontakt. Und das natürlich unter der Beachtung verschiedener Standorte. Einmal in Berlin, einmal in München. Wie geht das zusammen? Lockdown, Corona, all das haben wir diese Plattform BIM genutzt, um das möglich zu machen. Was war denn die wesentliche Motivation zur Planung mit BIM? 1985 mit 3000 Plänen hat es ja auch ganz gut funktioniert. Wir wollten aber von Anfang an mit den Mitteln der Zeit arbeiten. Das, was heute technisch möglich ist, wollten wir auch einsetzen. Und vor allem auch unter dem Aspekt, dass es natürlich zeitlich eine ganz andere Dimension ist. Wir haben damals über 12 Jahre geplant und das können wir natürlich heute wesentlich verkürzen, indem mehrere an einem Modell arbeiten. Und schließlich ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir das Gebäudemanagement mit dazu nehmen. Wir sind Betreiber hier. Das heißt, wir können jetzt die Planung nutzen, so aufzubauen und zu übernehmen, dass später auch der Betrieb tatsächlich davon profitiert. Und das zusammenzuführen war auch ein wesentlicher Punkt, BIM mit an Bord zu nehmen. Mehr Einblick gibt uns nun Thomas Liebig, BIM-Berater auf Bauherrenseite. Das Projekt Gasteig hat ja eine längere Vorgeschichte. Ich selbst konnte glücklicherweise sehr früh, 2017, mit hinzukommen. Das war sehr vorteilhaft, weil man dann in der Leistungsphase 0 schon BIM als eine Methode, um welche es sich ja handelt, denn es ist keine Software, die man installiert, mit in das Projekt einzuführen und damit BIM optimal an die Herausforderungen dieses sehr komplexen Projektes anzupassen. Eine der ersten Aufgaben, die wir uns stellen mussten, war, wie gehen wir mit dem Bestand um?
Der Gasteig ist ein Gebäude von 1985, war in ein digitales Bestandsmodell zu überführen und das unter den Bedingungen des laufenden Betriebs, was natürlich besondere Anforderungen auch an die Erstellung des 2D-BIM-Modells gestellt hat. Das hat das Büro Obermeier übernommen und am Ende ein Bestandsmodell rechtzeitig für die Planung geliefert. Und nur mit diesem Bestandsmodell konnten wir dann auch früh, zeitnah und auch schnell in das Planungsgeschehen einsteigen. In der Zwischenzeit ging es darum, alle Fachplaner mit an Bord zu holen, auch zum Thema BIM. Und hier war es ganz wichtig, dass wir BIM nicht als eine Schablone begreifen, die wir allen einheitlich überstülpen können. Wir mussten auf die Besonderheit des Kulturzentrums achten und haben damit unser BIM-Verständnis in die verschiedenen AIAs, die projekt- und fachplanerspezifisch erstellt wurden, einfließen lassen. Am Ende hatten wir dann 14 AIAs für alle Fach- und Objektplaner im Projekt Gasteig. In den genannten AIAs sind die Anwendungsfälle, aber auch OpenBIM verankert. Wir hatten damals uns durchaus vorsichtig verhalten in Bezug auf Forderungen hinsichtlich weiterführender Anwendungsfälle. Denken Sie an 4D, 5D, 6D. Aber was wir jetzt feststellen können, ist, die Zeit arbeitet für uns. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist das modellbasierte Raumbuch. Und zwar schon in der Vorbereitungszeit eigentlich klar, dass wir mit unterschiedlichen Anforderungen der vielen Nutzer im Gasteig zu tun haben werden, die in Bezug auf das Raumprogramm vorzuschreiben sind. Wir hatten uns damals aber noch nicht sofort getraut, die technische Umsetzung, nämlich ein online-basiertes Raumbuch, was mit dem BIM-Modell verknüpft ist, zwingend vorauszusetzen. Was wir jetzt erleben ist, dass die Planer von sich aus mit diesem Vorschlag gekommen sind und auch umsetzen. Man kann also sagen, für uns ist jetzt diese Innovation zum Planungsalltag geworden. Um diese Innovation dann auch im Planungsalltag umzusetzen, brauchen wir die Planer, die mit ihren besten Tools zusammenkommen. Und dafür steht für uns der Begriff OpenBIM. Zum Beispiel alle 14 Tage laden alle Fachplaner ihre Modelle, das sind insgesamt 40 IFC-Modelle, auf die gemeinsame Datenplattform hoch. Dort werden sie dann zusammengefasst in ein Koordinationsmodell und damit werden auch die Planungsschiffixe mittlerweile ganz selbstverständlich begleitet. Alle Anfragen, Issues kommen dann auf einen gemeinsamen BCF-Server und werden von dort aus verteilt. Wir können eigentlich sagen, dass für uns OpenBIM für das Dach steht, unter dem alle auf Augenhöhe zusammenkommen können. Wir sind ja momentan noch relativ früh im Projekt, am Ende der Leistungsphase 2, haben dennoch aber einige Anwendungsfälle schon erfolgreich umgesetzt. Visualisierung, Kollisionsprüfung und was ich noch erwähnen möchte, ist die Mengenermittlung für die vertiefte Kostenschätzung. Für den weiteren Verlauf planen wir bis zu 18 Anwendungsfälle. Viele davon auch zu dem Thema Kosten, Termine und insbesondere auch, wie bringen wir BIM auf die Baustelle. Ganz entscheidend ist für alle Beteiligte aber ganz zum Schluss, wie können wir BIM im Betrieb nutzen. Und hierfür braucht es das Baudokumentationsmodell, die Übergabe auf CFM und auch eine frühzeitige Absprache mit den Kollegen vom Betrieb des Gasteig. BIM beginnt im Kopf. Mit dieser Grundaussage, mit der Erkenntnis, dass es immer ein gutes Rollenverständnis braucht und, das kann man nicht oft genug wiederholen, eine partnerschaftliche Projektkultur, dann wird BIM auch erfolgreich umgesetzt. Wie das passiert, dafür leiten wir jetzt zu Hen über, denn da läuft das Projektgeschehen zusammen. Für uns bei Hen ist die Planung mit OpenBIM bereits selbstverständlich. Trotzdem ist das Projekt Gasteig auch für mich als BIM-Gesamtkoordinator etwas ganz Besonderes. Zu sehen, wie auf Basis des HEN-Entwurfes die vielen verschiedenen IFC-Fachmodelle entstehen, wachsen und zusammengefügt werden, ist in diesem Umfang ganz gewiss nicht Alltag. Ganz besonders freut mich, dass die Koordination am Modell ein fester Bestandteil unseres Planungsschuffixes geworden ist. Gerade bei so einem großen, über ganz Deutschland verteilten Team ist es wichtig, auf offene Standards wie BCF für die Kommunikation zu setzen. Diese helfen uns, die Informationen für alle zentral, transparent und nachvollziehbar zur Verfügung zu stellen. BIM ist immer im Spiel. Und wie unsere Fachplaner das sehen, habe ich einmal nachgefragt. Herr Schweikle, für Sie als beteiligter Fachplaner, wie war die Arbeit an so einem komplexen Modell mit so vielen Beteiligten? Ja, für uns als Fachplaner für die Buchtransportanlage und die dazugehörigen logistischen Prozesse
in der Bibliothek war das auch eine sehr spannende Erfahrung, in so einer frühen Phase schon mit der BIM-Arbeitsmethodik zu arbeiten. Und den großen Mehrwert, den wir daraus gezogen haben, war zum einen natürlich die externe Kommunikation mit den anderen Fachbeteiligten, mit den anderen Fachplanern, das viele Kommunikationswege schneller gestaltet hat, dadurch, dass wir ein gemeinsames Modell hatten, uns die Probleme und Kollisionen anschauen konnten, direkt am Modell, und so einen schnellen Lösungsweg finden konnten und es ohne groß E-Mail-Verkehr die einzelnen Punkte austauschen zu müssen. Haben Sie denn auch intern das nutzen können? Ja, auch für die interne Kommunikation war es für uns wichtig, das BIM-Modell zu nutzen und auch den BCF-Server, in dem wir neue Issues erstellen konnten, der Zeichner diese Issues bearbeiten konnte, sie lösen konnte und ich als Projektleiter diese dann auch eben reaktivieren konnte oder eben auch komplett schließen konnte. So haben wir auch die interne Kommunikation über diesen Server genutzt und sehen es als großen Vorteil im Vergleich zu analogen Wegen. Besonders im Projekt ist auch, dass wir von Anfang an die digitale Denkweise integrieren. Es ist uns unglaublich wichtig, die verschiedenen Datentöpfe miteinander zu vernetzen und zu integrieren. So hat HEN zusammen mit A&P beispielsweise einen Prozess entwickelt, wie die Angaben zum Brandschutz aus dem Modell heraus übertragen werden können und in Tabellenform über IDs an die Bauteile wieder zurückgeführt werden können. Ein insgesamt in sich stimmiger digitaler Kreislauf. Es sind die vielen kleinen Innovationen, die wir in diesem Projekt umsetzen können, egal ob es um die Kostenberechnung oder die Nutzerabstimmung geht. Wir denken jetzt schon weiter. Was können wir um die IFC-Modelle herum noch andocken? So überlegen wir uns bereits jetzt in der Leistungsphase 2, wie können wir IFC-Modell, Raumdatenbank, mobile Anwendung auf der Baustelle miteinander verknüpfen. Später soll, egal welchen Einstiegspunkt man wählt, immer der ganze Informationsschatz für alle verfügbar sein. Offene Standards und offene Plattformen helfen uns hier, die Dinge miteinander zu vernetzen. Und manchmal muss man ein bisschen innovativ denken, aber am Ende bin auch ich immer wieder überrascht, was wir schon alles umsetzen können. Klar, das sind zunächst sehr, sehr viel technische Aspekte, aber genauso wichtig ist es für uns bei HEN, Nutzer und Bauherr auch auf die Reise mitnehmen zu können. Neben den physischen Modellen können wir mit BIM auch VR einsetzen. So können wir Nutzer, Bauherr, Entscheider, ja sogar die Öffentlichkeit deutlich besser teilhaben lassen. Das Gebäude zu erleben, bevor es gebaut wird, ist mit BIM ein selbstverständlicher Teil der Planung. All das macht das Projekt so besonders. Der Austausch auf offenen Datenformaten, die gemeinsame Kollaboration in einem großen, verteilten Team. So können wir weitere und neue Impulse in die gesamte Branche tragen. Jetzt stehen wir hier im Foyer der Philharmonie. Das ist heute. Und was sind die Herausforderungen für morgen? Tja, auf jeden Fall so weiterzumachen wie bisher. Never change a winning team. Und die nächsten Schritte, die kommen, ist tiefer in die Planung einzusteigen, die folgenden Leistungsphasen, Kostensicherheit, Terminsicherheit, Änderungsmanagement, das Miteinander aller Beteiligten weiter im Blick zu haben und natürlich das Betriebsthema wieder genauer in den Fokus zu nehmen, CRFM-System, Erstellung des Raumbuches, Visualisierung von Prozessen und das ist die Zukunft. Ja, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in die Welt des Building Information Modeling im Gasteig.